in St. Urban, am grossen Parkplatz. Haben dann hier einen Aufstieg unter Steckholz, Obersteckholz, tolle Abfahrt auf Lotzwil. Da kommen wir auf die beschilderte Route 84 über Bleichenbrach, Bettenhausen, Bolodingen auf Wienigen runter. Haben hier ein Stückchen auf der neuen Herzroute für Lönz 84 und kommen auf Koppingen, wo wir auf dem 34 weiterfahren, an Burgäschisee, dann durch Herzogenbuchsee und die schöne Strecke hier, Thunstetten, kommen wir auf Langenthal, dann einen kleinen Flüsschen an, Rockwil zurück auf St. Urban. Auf Karten wegen der Höhen, wir haben vor allem hier nach dem Start in St. Urban haben wir hier eine kleinere Höhendifferenz und hier am Burgäschisee, aber wie wir hier sehen, ist eigentlich alles zwischen 0 und 5%. Wir haben St. Urban parkiert auf dem grossen Parkplatz im Kloster und sind jetzt auf dem Weg nach Untersteckholz leicht ansteigen. Als Information für die, die meine Videos nicht kennen, ich nehme direkt am Lenker auf mit der Fernbedienung. Das hat den Vorteil, dass ich die Hände immer am Lenker habe und immer aufnahmebereit bin. Hat aber auch den Nachteil, dass die Bilder nicht immer im Winkel sind oder sie und da holpern. Aber das gehört also zur Fahrt. Wir fahren da gemütlich weiter bergauf. Rechts ging es nach Langenthal, aber das wollen wir ja gar noch nicht. Hier sind wir hier oben und fahren dann ein Stückchen vom Hochplateau. Leider war das Wetter nicht gerade so sonnig und aussichtsreich gewesen. Jetzt haben wir bald einmal die Höhe erreicht und schon geht es wieder runter. Die Straße können wir hier abbiegen und kommen in eine schöne Waldpartie. Wenn man auch wieder eine leichte Steigung hat, den Wegweiser habe ich aufgenommen, weil man eigentlich da die Erinnerung hat, dass man auch auf die Wil können. Es geht dort einen Wanderweg. Jetzt kommt die Abfahrt nach Lotzwil und da sind wir schon am Bahnhof zu Lotzwil. Ja, mit Sonne wäre es natürlich schöner und blau im Himmel. Aber geniessen wir die Fahrt auch so. Da geht es gemütlich runter, aber es schmeckt ein bisschen gar nicht gut. Es haben gerade gemistet. Immer wieder sehen wir so schöne Bauernhäuser. Nach 10 Kilometern sind wir im Bleichenbach. Jetzt sind wir schon in die Höhe. Die Straße, wo wir jetzt drauf waren und zum Teil ein bisschen ordentlich Verkehr hatte, können wir jetzt verlassen und fahren dann Richtung Bettenhausen. Geniessen aber oft die schönen Häuser noch. Den Wegweiser auch hier, Langenthal, lassen wir rechts liegen. Wir fahren Richtung Burgdorf weiter auf dem 84 und sind in Bolodingen nach rund 16 Kilometern. Kurz nach Bolodingen kommt dann eine Brücke und dort müssen wir dann ein bisschen schauen, weil es hat einen verwirrenden Wegweiser. Dort müssen wir dann geradeaus, aber jetzt geniessen wir zuerst noch einen Blick in die Jurakette am Maisfall entlang. Da eben geht es geradeaus, nicht der Pfeil, der nach links zeigt. Wir kommen hier auf den Feldweg, der Richtung Heimiswil geht. Und
nach 20 Kilometern sind wir an dem Punkt. Und jetzt werde ich dann noch kurz Karten einblenden. Ah, bei Hermiswil an der Kreuzung und gehen da weiter. Man könnte aber da die Route via Seeberg sehr gut abkürzen und auch so um Burgäschisee kommen, für jemanden, der es ein bisschen kürzer wird. Jetzt kommen wir hier auf Rietwil. Da geht es in dem Tal aus. Ein kleiner Bächlein an, einen schönen Weg, ein schönes Stück. Einer ist links und rechts von dem Bächlein. Schön ruhig, wenn nicht gerade dazu kommt. Da wird es wieder ruhiger. Die Stoppstrasse ist für Lömers 84, geht rechts Richtung Burgdorf, Niederösch. Es ist dann 899 beschrieben, aber wir gehen schon bald wieder weg. Und haben da den leichten Aufstieg wieder. An dem Punkt geniessen wir noch die Aussicht, bevor es mit 20% das Loch abgeht. Ach, Glück lieber runter als rauf. Ein Stückchen auf der Hauptstrasse Richtung Wieningen. Und könnt schon bald rechts abzweigen und habt an der Strasse dann einen Veloweg. Weil unsere Route geht ein bisschen bergauf. Auf der anderen Seite hat es keinen gelben Strich. Sind wir in Rummendingen gewesen, jetzt geht es Richtung Niederösch. Hier wieder die schönen Bauernhäuser. Sind auch zum Teil schön renoviert. Hier wohnt außer dem Siegeri von der Landfrauenküche 2020. Falls das jemand interessiert, könnte ja sein. Wir haben teilweise wenig Verkehr gehabt, die ganze Strecke. Nach 30 Kilometern sind wir in Niederösch. Dach 99 ist links weg, wir gehen geradeaus. Und da hat es noch eine schöne Partie da mit schönen Häusern und Gärten. Das ist natürlich je nach Jahreszeit auch mit den Bäumen. Natürlich auch Blust oder Herbst wieder. Jetzt kommen wir auf die Route 34, wo wir ja bis zurückfahren auf Roggwil. Imposante Bäume begegnen uns auch immer wieder. Wir fahren aus Koppigen Richtung Hochstetten. In Koppigen haben wir nichts Spezielles gesehen, außer wir haben dort irgendeinen alten Teil verpasst. Wir sind durch Landwirtschaftsgebiet und sind in 35 Kilometer sind wir in Villadingen. Geniessen die Waldpartie und kommen nach 37 Kilometern auf Höchstetten. Da hat sogar noch einen Hornussenplatz. Und ganz viele Bänkchen haben wir gesehen, aber alle vor den Häusern unterwegs haben wir gesehen. Da haben wir wieder einen Abzweiger. Da
Das zeigt einfach, dass man da mit Abzweiger und Routenwahl viel Abwechslung kann in die Route bringen, verlängern, verkürzen. Gegenüber vorher ist das Tal jetzt da viel offener. Irgendwo haben wir noch das 801 gesehen, aber das sind, glaube ich, Unternummern. Kurze Stopp und schauen rundherum. Nach 41 Kilometer sind wir in Aschi. Ich gebe Kilometer in dem Sinn an, falls jemand die Tour abändern will. Jetzt haben wir doch einen Richtpunkt. In Aschi fahren wir dann wieder über Land und kommen eigentlich Richtung Burgäschisee, wo wir aber nicht direkt rundherum fahren können, weil es ist Naturschutzzone. Aber wir kommen direkt an zum Punkt. Ein schöner Rastplatz hat es da, Bootsvermietung. Weiter vorne ist ein Body und ein Restaurant. Und da hat es auch Bänkchen. Und man kann da gut verweilen. Man kann dann nachher noch geschwind ins Restaurant eins schnappen. Oder wenn man halt jetzt mit essen hat, eine schöne Seeterrasse. Wir verlassen da Burgäschisee Richtung Herzogenbuchsee. Wenn wir uns nicht verwirren vorher hat es einen Wegweiser an der Strasse Herzogenbuchsee. Aber wir bleiben geradeaus auf dem Wanderweg. Ist doch ein Stück schöner. Wir kommen auf Herbelag und ein Bestätigungszeichen. Es wird da ziemlich viel Velo fahren, da hat es auch einen Veloweg gegeben. Danke noch fürs Abo. Und schön geht's über Land. Ein bisschen landwirtschaftliche Zone da. Nach 50 Kilometern kommen wir zu Herzogenbuchsee am Bahnhof. Fahren dort gerade weiter. Und haben dann dort nochmal einen Aufstieg, kommen aber dann zu einem schönen Rastplatz außerhalb von Herzogenbuchsee. Es hat auch einen Blick richtig weiter hin. Und durch den Wald geht es dann weiter. Wir kommen jetzt auf ein sehr schönes Stück Richtung Thunstetten. Da sind wir noch ein bisschen in der Höhe oben, nach einem kleinen Aufstieg, ja, kann man fast nicht sagen. Wir haben da einen wunderbaren Blick über den Jura. Wir verlassen Thunstetten auf dem Weg da durch den Wald. Und fahren dann schon Richtung Langenthal. In Langenthal, nach rund 50 km, halten wir uns am Bahnhof. Und fahren dort geradeaus weiter. Bei diesen kleinen Wegen muss man am Anfang schauen. Es ist noch verwirrend, es geht dort ein bisschen zickzack, dass man dann auch dranbleibt. Und dann geht es wunderbar dem Bach oder Fluss entlang. Auf dem Weg hier, wunderbar mit Aussicht, sehr schön zu fahren. Hat immer wieder Bänkchen. Dann haben wir einen Rundblick zwischen ihnen.
Und immer schön geht es da weiter, bis wir dann auf den Harpelag kommen. Und wir sind da auch schon auf dem Weg Richtung Ziel, respektive Startpunkt. Wir fahren noch durch Mitte und sind dann schon wieder zur Akturbahn auf dem Parkplatz. Ich hoffe, die Tour hat gefallen. Und wenn es so ist, Daumen hoch. Kommentar bin ich auch immer froh. Oder gerade ein Abo, weil nächstens kommt sicher die nächste Tour, je nach Wetter. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und munter und gute Fahrt.